Servus Monster Hunter Freunde, wir schauen uns heute ein Rüstungsteil an, die dichte Augenklappe. Die gab es bei einer Eventquest, die war relativ früh aktiv im Spiel und ich denke, einige Leute haben sie verpasst, ich nämlich auch, und ich möchte euch zeigen, welche Eventquest man abschließen muss, um diese Augenklappe jetzt zu kriegen und was sie für Werte hat. Folgende Eventquest müsst ihr abschließen, dass ihr diese Augenklappe freischaltet. Das ist nämlich die Shamos Schlamassel Quest. 6 Sterne, wir müssen hier 13 Shamos killen und am Schluss wird dann die Augenklappe freigeschalten. Um diese Augenklappe herzustellen, braucht man 2 Tickets. Die bekommt man am Schluss aus dieser Quest raus. Die heißen schwarze Bandage-Tickets. Und ich bin hier mit Langschwert unterwegs gewesen, da kann man das eigentlich relativ schnell abschließen. Schauen wir uns auch kurz die Werte von dieser dichten Augenklappe an. Wir gehen auf die Rüstung, finden sie dann ganz unten. Hier haben wir sie. Wir haben hier Feuerwiderstand drauf, ist vielleicht aktuell noch nicht wirklich gut. Wir haben einen mittleren und einen kleinen Slot. Und ja, was sehr cool ist, wir haben hier keine Schwächen gegen irgendwelche Elemente. Aktuell braucht man vielleicht diese Augenklappe noch nicht. Ich würde sie aber trotzdem holen. Die Eventquest ist jetzt wieder verfügbar für 2 Wochen. Geht, glaube ich, bis zum 19. Dann ist sie weg. Und ja, man braucht im Endeffekt 10 Minuten, hat man das abgeschlossen und man kann sie sich zur Seite legen und vielleicht braucht man sie dann später im Spiel noch. Ich würde mich über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wer mehr sehen will, schaut einfach auf meinen Kanal vorbei. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.